Hallo und herzlich willkommen zum Videolog auf YouTube bzw. Podcast, den du dir gerade durch deine Ohren reinziehst, zum Thema, wie werde ich im Internet sichtbar? Und mein allererster Ansatz für dich dazu ist, starte mit Brainstorming und Recherche. Das ist der allererste Punkt, den hast du hoffentlich am besten schon gemacht, bevor du mit deiner Unternehmung gestartet hast, ja, egal ob Hobby, Beruf, Berufung, Selbstständigkeit, Kleinunternehmen, Einzelunternehmen, selbstständig, egal wie, starte mit Recherche. Das ist immer, immer der allererste Punkt. Und die Planung beginnt, ja, auch bei mir. Ich bin ein total digitales Kind und alles am Handy und Notebook und mobil und unterwegs. Aber ja, solche Sachen starten immer auf einem Blatt Papier. Ein leeres Blatt Papier hat am besten viele leere Blätter. Da werden Stichwörter drauf geschrieben, gekritzelt hätte ich jetzt fast gesagt, Stichwörter drauf geschrieben und die kann man dann am Boden auslegen und richtig mal verteilen. Ja, ja, genauso wie du dir eben Gedanken um deine Tätigkeit machst oder in anderen Punkten recherchierst oder wie auch immer. Ja, wenn du zum Beispiel ein Modellbauer bist und du baust einen Modellhubschrauber zusammen, dann wirst du auch mal zum Thema Hubschrauber mal recherchieren und ja, dich schlau machen. Ja? Und heißer Tipp, 3 Rotorblätter sind eines zu wenig. Das heißt, auch hier bei diesem Punkt, wenn du was machst, mach es ordentlich. Ja? Jeder fängt irgendwann mit irgendwas an, überhaupt kein Thema. Und erst mit der Zeit wirst du besser. Wenn es in deiner Umgebung, in deiner nahen Umgebung zum Beispiel 30 Geschäfte mit dem Namen Müller gibt, ja, dann wird es nicht sinnvoll sein, wenn du das 31. Geschäft bist, ja, und die Domain Müller in irgendeiner Form wird auch schon vergeben sein. Das heißt, dich dazu präsentieren wird schwierig oder natürlich ist möglich, aber dass du dann gefunden wirst, ist schwierig. Ja. Und noch dazu, mit dem Namen Müller weiß noch keiner, was du wirklich machst. Müller kann Bäcker sein, Müller kann Schuster sein, Müller kann Gärtner sein oder was auch immer. Ich denke, du weißt schon, was ich meine. Ja? Bedenke hier wirklich, checke immer Mitbewerber ab. Denke dich in anderen Branchen rein. Warum funktionieren andere Branchen? Was machen die gut oder besser? Was kannst du davon lernen? Kontrolliere auch die Auffindbarkeit im Internet. Ja? Ja, klassischer Spruch, sei der Erste oder dominiere. Ganz einfach, der zweite Platz ist schlimm genug. Die Menschen sollen dich finden. Anlaufstelle ist hier meistens Google oder sonst eine Suchmaschine. Hör dich bei anderen Firmen, Kunden um, was auch immer, wie sie auf dich gekommen sind. Frag auch danach. Und das ist wirklich der Grundbaustein Nummer 1. Und gleich wie du im Internet suchst, suchst du im Anschluss dann auch bitte gleich auf deinen, ich sag mal, Wunsch-Social-Media-Portalen, Facebook, Instagram, YouTube und Co. Schau, ob deine gewünschten Hashtags noch zur Verfügung stehen und ja, ob auch dein Name noch frei ist. Ja? Es ist blöd, wenn du auf Facebook Müller 1 heißt, auf Instagram Müller 2 und auf YouTube Müller 3. Also auch hier solltest du einen Namen wählen, der hoffentlich auf allen Portalen noch frei ist. Und bring auch deine Tätigkeit mit rein, nicht nur deinen Namen. Ja, Hashtags sind so eine Sache. Hashtag Müller, ja, wird es ein paar Millionen Einträge geben. Auf Google im Moment 51.000 Suchergebnisse. Beim Hashtag Müller ist der beste in der ganzen Stadt. Gibt es im Moment noch 0 Suchergebnisse auf Google. Ja, hat allerdings wahrscheinlich auch einen Grund, weil der Hashtag einfach zu lange ist. Ja? Lass dich hier bitte beraten, überleg selber, mach dich schlau. Check YouTube, bleib hier auf dem Podcast dran. Ja? Auf allen Plattformen, die du verwendest, inklusive E-Mail-Domain und Co. oder Internet-Domain, sollte dein Name noch frei sein. Und ja, bedenke auch, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Überlege dir auch, was du auf welchen Plattformen zeigen willst. Ja, und dann, nach Recherche und Brainstorming, dann geht es erst richtig los. Bis zum nächsten Mal. Ciao.